Ein wunderschönen guten Tag, meine Pokémon-Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Bisa Battles. Diesmal wieder mit der Unterstützung. Halli, liebe Leute, ich bin das Kolossus. Heute begleite ich Cedra mal wieder auf einem abenteuerlichen Weg durchs VGC. Ich freue mich schon. Genau so sieht's aus. Wir wollten ursprünglich das Team von Blue Ritchie nehmen, aber der hat nochmal um Verzögerung gebeten, weil er sein Team selber hochladen wollte. Deswegen haben wir hier ein Random Light Team erstmal uns rausgepickt. Und ja, was sehen wir hier? Wir sehen ein Regentanz-Team, also ähnlich wie das, was er uns sozusagen geben wollte. Ja, das passt dann zumindest so ins Thema. Einige interessante Sets dabei, unter anderem das Tentantel mit einem Wahlband. Okay. Könnte sehr interessant werden. Also Tentantel hat eine gute Offensive, auf jeden Fall. Dazu der Abschlag, Eisenschädel, immer wieder gefährlich. Berggeißel gegen Gastrodon, Gyroball gegen ganz schnelle Mons. Mir fällt jetzt auf Anhieb nichts ein. Eventuell das Nirbelskanal, das Ulanga, könnte gut Schaden davon fressen. Barrakiefer auch natürlich im Mittelpunkt, dank des Wassertempos. Gifthieb gegen Pflanzen, die immer wieder reinkommen können. Nahkampf, Schutzschild und Aquadurchstoß. Dazu noch Togedemaru. Ich liebe Togedemaru wirklich sehr. Es hat so gesehen die Pachirisu-Rolle übernommen. Es hat den Blitzfänger, um eventuelle Elektroattacken auf Pilipper abzufangen. Und seinerseits auch noch richtig zu supporten mit Mogelhieb, mit rechter Hand, mit Wagenrubbler, super, Elektropixer als guten Step. Es hat halt auch einen guten Angriffswert, also das wird schon richtig reinhauen. Wobei ich freue mich immer über jedes Regentanz-Team, wenn dann Kapalorus mit drin ist. Es hat Eisstrahl, die Lehmbrühe, Mogelhieb, Energieball, ist einfach super geil. Mit Offensivwest, das ist ja so schon speziell defensiv sehr stark, da nochmal Boost, das haut schon rein. Ja, absolut. Aber auch Barrakiefer finde ich cool, weil man das so auch überhaupt nicht online sieht. Im Ernst, ne? Okay. Also ich habe bisher noch nicht ein Barrakiefer gesehen. Okay, ja, also im VGC ist es halt noch nicht so präsent, glaube ich, aber in einem guten Regenteam gehört das mit dazu, auf jeden Fall. Ja, mit Wassertempo? Ballert. Das muss richtig drin knallen. Ja. Das einzige Problem bei diesem Team ist Bizarraum, aber man hat grundsätzlich, wenn man ein Thementeam spielt, nie was gegen alle Teams dabei. Das ist so ein bisschen der Nachteil, als wenn man ein ausbalanciertes Team benutzt. Aber so Team-Teams, die können schon sehr viel Spaß machen. Ja, na, so jetzt gegen Zwirklub könnte man auch keine Mogelhieb einsetzen. Weil sonst, wenn jetzt ein Bizarro rumkommt, kann man auch noch mit Mogelhieb das ein bisschen rauszögern, aber... Das stimmt. Zwirklub ist da so ein bisschen... Aber na gut, ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Jetzt erstmal wieder. Geht los, geht los. Ja, ich würde sagen, das ist ein Doppelkampfteam, oder? Ja, natürlich. Also so mit Lehmbrühen, den ganzen Moves? Ja, absolut. Gäbe es hier wieder den Doppelkampf. Wir böllern jetzt das Kolossus in die Superball-Klasse. Weil Regentanz fetzt. Light Team da. Na ja, da ist es. Pelipper auf Level 51, das geht gar nicht. Nein, das geht absolut nicht. Also. Die Stats sind noch nicht zurückgesetzt worden. Müsste bald wieder soweit sein. Ich hoffe auch mal, dass es nicht wie beim letzten Team, dass es überall die Dynamax-Bonbons gegeben hat. Oh, ja. Und sonst hast du da wieder auch nichts zu tun. Aha. Wobei das Team trotzdem, ich fand es trotzdem cool. Ja, das war sehr cool, ja. Aber gucken wir mal, was jetzt kommt. Also ich erhoffe mir viel von Barrakiefer. Barrakiefer ist gut, aber auch Gardevoir kann reinballern. Ja, der Gardevoir ist auch sogar mit Walschall, also das... Kann auch ziemlich cool werden. Das ist so. Was hat der Gegner? Er hat Pescagon. Wow, geil. Das sieht mir erstmal aus wie ein Arcani-Elfenlied. Mit Redlichkeit.
Oh ja, das kann sein. Sollen wir mit Philippa und Kapaloris liegen? Ich würde das so vorschlagen. Also ich weiß nicht, ob Mogelhieb vor... obwohl, ja, Mogelhieb müsste vor dem Prügler kommen. Ja. Dann kannst du Kapaloris Philippa anfangen. Ach, das ist... Das wäre ein richtig cooler Lied. So, was haben wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall was noch gegen Pescagon, sonst ist das... Obwohl, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Pescagon mitnimmt. Vielleicht kannst du auch das Gardevoir zum Not mitnehmen, falls Pescagon mit Kienbiss und Walschall ausgerüstet ist. Ja. Also das Gardevoir bestimmt schneller. Barakifa? Nehmen wir Barakifa. Man weiß es nicht. Barakifa. Hakifa kann Nahkampf, Gifthieb, Aqua durchstoßen und Schutzschild. Okay, wir machen mit Togedemaru. Ja, Togedemaru. Ich denke, das ist das Beste. Qualität. Hat ja auch die Mogelhiebe, so. Ah, oh, 24 gegen 25. Ey, der andere Trainer hat seine Trainerkarte nicht gestaltet. Das dauert doch nicht lange. Das dauert 2 Sekunden oder so. Das ist doch die Repräsentation. Oha. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Okay. Ja, kann safe bei Pest. Obwohl, wenn Pestragon jetzt in die Giga-Form geht, also in die Dynamax-Form. Das wird er nicht. Weil sonst könntest du safe Mogelhieb benutzen. Weiß es nicht. Was sollen wir machen? Wir können. Kann der Donnerzahn? Ich weiß es wirklich nicht. Also. Ich weiß noch nicht mal, ob er drin bleibt. Vielleicht erstmal Rückenwind und dann Mogelhieb? Aber was Draco macht. Ja, na, Kiemenfisch wird er, glaube ich. Also, diesen Kiemenbiss wird er nie machen, oder? Ja, aber. Kapaloris resistiert das vierfach. Kapaloris. Das war vielleicht jetzt ein Missplay. Weil jetzt ist der Regen weg. Scheiße. Ja, jetzt Dynafrost. Okay, die Bonbons sind zumindest voll. Ja, ja. Okay. Oh, okay. Aber vielleicht geht er jetzt auch in seine Dynaform mit Dragapult. Ja. Okay. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es one-shottet, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich frage mich, was er machen wird. Oder hat er vielleicht Donnerblitz oder so ein speziell offensives Set? Das war nicht schlau. Das war nicht schlau. Ich habe noch nie so ein Regenteam gespielt. Das ist so meine Ausrede. Dünner Brand. Ah, damit löst der Sonne aus. Okay, habe ich nichts gegen. Aber dann kannst du ja im zweiten Zug. Guck dir das mal an. Oh. Guck dir das an. Wir können das gewinnen. Psychobeißer. So, es kann safe auf Schutzschild gehen, oder? Ja. Also Schutzschild ist immer safe. Und Dünerflut, oder? Ja, obwohl, Dünerfrost könntest du Dragapult umhauen. Das wäre ein Two-Hit. Da hätte ich mir schon gewünscht, so... okay, ich setze Schuss wieder. Ich denke, mit so japanisch geschriebenen Pokémon. Diese ganz sicher. Die Gegner sind. Ja, da ist bleibt immer spannend, wer was benutzt. Am Ende. Ja, aber das hat schon mal gut geklappt. Ich glaube, das war sehr wichtig, dass Dragapult hier erstmal rausgenommen ist. Und den dritten Zug kannst du ja trotzdem safe Dünerflug machen. Dann ist ja Regen wieder da. Genau. Aber es kommt natürlich darauf an, was er dann jetzt...
Das war so wichtig. Ja, Psychobeißer. Sehr gut. Wäre halt knifflig gewesen mit dem Fokusgurt und dem Hagel, wenn Psychobeißer jetzt nur ein KP übrig gelassen hätte. Togekiss. Togekiss. Ich bin fast versucht. Also ich hätte mit Rückenwind der Safe alles auf Togekiss geballert. Rückenwind ist ja schon draußen. Ist eigentlich Kapalos ist regulär schneller, oder? Dann könntest du da sogar Orkan einsetzen, oder? Auf Togekiss. Dadurch hat es ja auch Genauigkeit 100. Weil die Flut ja gleich den Regen auslöst. Ah, Kapaloris. Aber ich weiß nicht, ob der Orkan reicht. Ich weiß nicht, ob der Orkan reicht. Kommt auf das Investment an, oder? Oh, es Alter. Läuft. Alter, was ist da denn los? Das war gerade krasser als Kapaloris. Flipper, richtige Maschine, Bro, Alter. Und jetzt kannst du ja Gardevoir, Mondgewalt oder Zauberschein nehmen. Ja. Ja, jetzt könnte nur sein, dass er, wenn er Tentantel nimmt, ihr Whimsy kriegt. Ja, Whimsy. Okay, kein Ding. So. Die Tanki fasst das. Wow. Stell dir mal vor, Gardevoir, voll das süße Pokémon mit die Tanki fasst. Ich gehe jetzt einfach auf den. Ne, auf die Mondgewalt. Mondgewalt, oder? Zauberschein reicht nicht bei dem Pescargon. Mhm. Und ganz normal einfach den Eisstrahl auf Whimsy. Aber ihr könnt jetzt natürlich auch Whimsy mit Rückenwind spielen. Da hätten wir ein fettes Problem. Oh, das reicht nicht. Ich frage mich, was er überhaupt spielt. Ja, jetzt hätte ich echt mit dem Rückenwind gerechnet. Ja. Wow. Oje. Aber no. Unser Rückenwind ist auch noch aktiv, ne? Ja, na, dadurch hätte er im Prinzip nur aufholen können. Aber jetzt ist ja Gardevoir sowieso mit Walschall. Also ich würde mal sagen, das war eindeutig. Ja. Das super. War schon mal ein Statement. Hm. Wow. Das ging schnell, obwohl wir am Anfang so Probleme hatten ein bisschen, so haben wir überlegt. Aber das. Oh, ich krieg einen Komet-Schirm, geil. Aber wow, das Team, das ist echt ganz schön krass, muss ich sagen. Hm. Ja, machen wir noch eins. Na, hoffentlich ist jetzt hier Primetime für Parakifa. Ja. Oh! Oh, super geil. Jetzt verlieren wir. Jetzt. Nein. Ja, jetzt neue Liga und jetzt. Jetzt kommen die richtigen Pokémon. Jetzt passiert das Unheil. So. Bitte kein Bizarro-Raum, bitte. Ich bete zu Glurak, bitte kein Bizarro-Raum. Leute, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welches Wetterteam ist das allercoolste. Also ich muss sagen, Regen ist echt momentan richtig krass. Oh, und Regen ist jetzt... Oh, und Regen wird immer krasser. Ich sehe schon Barakifa. Aber ich sehe auch den Bizarro-Raum. Ja, Kommanduta natürlich, ja. Aber ich sehe so gleich zum Anfang hier diese Monte Carlo Combo mit Dragapult und Surfer. Oh, weil die ja. Echt übel ist. Wir lieben das mit den gleichen Mons, würde ich sagen. Vielleicht sogar mit Barakiva am Anfang, oder? Der kann dann für den Fall mit Aqua-Durchstoß angreifen. Okay. Und dann ist ja natürlich noch Kapaloris mit Wassertempo. Kappa ist gut. Und dazu Tentantel. Ich sehe kein Tentantel, Alter. Nee, Tentantel glaube ich nicht. Das ist viel zu viel Feuer, Pokémon 3. Ich nehme wieder Dinges mit. Ja, vielleicht nochmal Gardevoir, ja. Gardevoir kann immer Druck aufbauen mit Donnerblitz. Das ist ein sehr offensives Team. Ja, so nimm. Das gefällt mir, ja.
Also ich habe ja auch ein Sonnenteam gebaut, ne? Aber ist schon etwas länger her. Ich muss mich da mal wieder einspielen und dann fordere ich auch mal hier die dieser Battle-Gemeinde heraus. So, ja. Ja, also ich hatte auch ein Sonnenteam mir erst gebaut. Aber ich muss sagen, hier das Wasserteam, wenn ich das hier so sehe, das böllert ganz schön. Ja. Also vor allen Dingen auch Pelipper wieder raushaut. Das der ist ultra krass. So, Kramor macht uns nix. Überhaupt nix. Mm. Und ich würde sagen, das Risiko eingehen und all in auf Colossal gehen, oder? Er hat jetzt. Warte. Aber doch, komm. Kein H2O, er hat keinen sicheren Switchen. Komm, scheiß doch. Die Dynamax-Form würden wir uns für Kapalores aufsparen, oder? Aber sonst, vielleicht benutzt Corby Knight auch. Alter, das ist doch sowas von weg. Jetzt schon. Einfach so. Corby. Auf Colossal. Alter, das war leicht dumm. Ja gut, wenn er Dynavel einsetzt, dann blockt er jetzt alles. Und dann kann er auch Rückenwind einsetzen. Aber trotzdem, das ist niemals dann schneller. Oh, das macht er aber nicht. Holla, die Waldfee. Okay, Dünnerball wäre scheiße gewesen. Ja. Ja, damit hätten wir die Runde verschwendet, aber jetzt? Was tut er nun? Boah, jetzt der Burn. Burn, Alter. Burn. Was für ein Schaden, Alter. Was für ein Schaden. Ich fass es nicht. Ich krieg zu viel. Trotzdem ja, dürfte Barrakäfer alles outspeeden. Das ist krass einfach im Regen. Das ist ultra extrem. Jetzt hat er seine Dynamax-Form schon verschwendet. Dragapult ist da. Was haben wir gegen Draga? Na, Orkan und Aquadurchstoß. Wir haben leider keinen Togedemaru dabei. Ja, Orkan ist der Play. Ich denke mal, Corby Knight sollte kein Problem sein. Ja, Barrakiba erinnert mich irgendwie auch an Sanji von One Piece, oder? Diese gedrehte Locke da an der Seite. Oh, Alter, dieser Schaden. Wow. Ich habe niemals One Piece geguckt. Tut mir leid. Mm. Nicht auf Barrakiefer. Okay, damit können wir leben. Okay, Ruheort. Ja, Ruheort ist im Prinzip egal. Das ist egal, weil das Katapulter ist jetzt weg. Wow, und Gardevoir hat ja auch noch die Donnerblitz drauf. Ja, genau das. Und wir haben noch Kapadores. Also es sieht nicht gut aus für den Gegner. Ja. Und er kann jetzt auch nicht wirklich das Wetter ändern, also können wir das voll auskosten. Ja. Und wir haben noch die Dynamax. Oh, Cinderace. Oh, das ist One-Shot. Das ist sowas von One-Shot. Wir gehen jetzt einfach mal mit beiden da drauf. Wenn er jetzt Schutzschild macht, so... Ja, das ist immer so das Problem dabei. Wenn er Schutzschild benutzt, könnte er Barrakiefer rausnehmen. Mit Corby Knight müsste klappen. Oh. Oh. Ach, Alter. Das war jetzt aber ausbaufähig. Da habe ich jetzt mit mehr gerechnet. Plipper ist ein Biest. Ist so, also... Plipper ist richtig krass. Ohne also, das ist ein krasser Pelikan, du. Das ist ja richtig und heftig. Oh, der Eisenschädel. Und das reicht. Oh. Wow. Kein 4-0, das ist belastend. Ja, das ist immer mit einem 3-0 enden muss. Hm. Und die Burnhex? Na. Wir gehen jetzt in Gardevoir. So. Ja, kannst du ja safe Donnerblitz drücken. Weißt du was? Wir machen Dynamax. Das. Genau. So richtig eins rufdrücken. Ist so. Oh, ich mag Dynagewitter sehr. Dynagewitter ist richtig cool. Oh, er lässt uns den Zug. Was für ein Ehrenmann. Er gönnt uns den Sieg. Ja, den Sieg hatten wir ja vorher schon fest. Ne? Ja, na klar, aber jetzt müssen wir noch einen richtigen Sieg draus machen. Und auch hier sind alle 10 Bonbons verteilt, ey.
Ich kann nicht mehr. Ja, das war so eine bleibende Erinnerung, dass da die Bonbons nicht drin waren. Der hat ja noch den Rückenwind draußen, ne? Aber Dünergewitter böllert jetzt und sagt... Ja, macht aber nicht. Wow. Ja, der Flugtyp ist weg, Rudi. Ach, stimmt, Ruheort. Ah. Ja, aber jetzt kommt Siedewasser und... ja. Pilipa ist der MVP, würde ich sagen. Ja. Fokusgurt, Niesel, Siedewasser, Orkan, Rückenwind. Also, wow. Wow. Also, ich bin selber sehr überwältigt die Woche. Gerade so, ich glaube, ich baue mir das nächste Mal auch ein Regenteam. Aber da muss man echt sagen, jetzt die zwei Kämpfe, das war gerade schon ziemlich fix. Ja. Aber so sieht's mal aus. Ja, das ist ja die Regel, so zwei Kämpfe mit einem Team und je fixer es geht, desto aussagekräftiger ist das über die Stärke dieses Teams. Also man muss wirklich sagen, das Team, das hat schon ganz schön offensiv drin geböllert. Ja, also ich empfehle es euch, das sich auszuleihen und eventuell nachzubauen. Wir können das hier uns nochmal ansehen. So. Also, ne, macht euch einen Screenshot davon. Ihr könnt auch gerne auf uns zurückkommen, wegen den Sets und den EVs und so weiter. Schade, dass wir Tentampel nicht gesehen haben. Wäre super interessant gewesen. Ja, besonders mit Wahlband. Das ist ja noch nicht so common. Noch nie gesehen. Wirklich noch nie gesehen. Wahlband. Aber vielleicht hätte das auch funktioniert als Counter für einen Bizarro-Raum. Wenn ich so Gyro-Ball sehe, das funktioniert ja, wenn es besonders langsam ist. Ja, das stimmt. Und wenn das doch mit mutigem Wesen und 0 DVs auf Speed gespielt wird, ist es gar nicht mal so schlecht. Also wäre das vielleicht so ein kleiner Counter gegen einen Zwirklopp vielleicht. Ja, du mit deinem Zwirklopp. Es gibt ja noch der, andere. Der hat eine bleibende Erinnerung einfach hinterlassen. Weil du kannst einfach nicht Mogelhieb drücken. Ja. Und du kriegst ihn auch so schwer in einer Runde down. Weißt du, was Tentacle für eine Speedbase hat? 20. Ja. Also, das outspeedet im Bizarro-Raum gefühlt alles. So gut wie alles. Also, das ist kein Problem. Ja, absolut. Aber es hat halt auch geile Angriffe. Blattgeist und Eisenschädel ist schon mal ziemlich cool, aber auch Abschlag. Kann gegen Katapult mal ziemlich gut helfen. Ja, genau. Wenn es vorher nicht hier ein Flammenwurf oder ein Feuersturm ist. Und wenn man sonst keine Feuerattacke von Togekiss abkriegt, hilft auch der Eisenschädel ziemlich gut. Das sind ja so die Meta-Pokémon momentan. Also die trifft er eigentlich alle ziemlich gut. Ja, definitiv. Wow, also ich bin komplett baff. Also das ist wirklich krasses Team, muss man sagen. Ich bin wirklich gespannt, ob es uns vielleicht gelingt, so ein bisschen Meisterball mit diesem Team vorzustoßen, aber die Chancen stehen gut. Wenn man es vernünftig anstellt, ist das okay. Wie gesagt, das große Manko bei diesem Team ist der Bizarro-Raum, auch wenn wir Tentantel haben. Bizarro-Raum ist dann schon eine andere Ecke, glaube ich, als die heutigen Gegner. Ja, na, ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil es halt nicht nur eine Runde geht, es geht ja dann 5 Runden oder noch mehr. Genau das. Und da kann ein Tentangel nicht helfen, wenn da eine Feuerattacke drin regnet. Dann ist es dann auch dahin. So ist es. Oder eine Irrlicht. Geht ja auch mies. Irrlicht? Wird Irrlicht gespielt im VGC? Ich glaube nicht. Nee, meinst du nicht? Nee. Also ich habe Irrlicht gespielt. Ich finde, der Move ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ist er auch nicht. Irrlicht ist eine meiner Lieblingsattacken, wirklich. Aber im VGC, da hat man eigentlich nicht so die Zeit, um Status-Moves zu drücken. So, das ist meine Erfahrung. Ja, wobei man sagen muss, so ein Bangerobler, der spielt sich eigentlich relativ gut über der Hand. Jetzt ist so ein Fall Togedemaru. Es ist sehr gut, um gegen Fokusgurt-Pokémon zu arbeiten. Das ist auch eine gute Situation. Deswegen auch besser als Donnerwelle. Ich glaube, Wangrubler hat auch 100%ig Genauigkeit. Ja. Und ich glaube, eine Base-Stärke von 20. Ja, 20, das ist egal. Hauptsache, der Fokusgurt ist weg. Ne? Ja, und dazu kommt ja dann noch Paralyze. Also die Paralyse kommt ja dann auch noch mit. Genau dazu. Das. Ja.
Ansonsten wäre Wangenrubbler ja auch ziemlich nutzlos, ja. Aber ich muss auch sagen, Togedemaru finde ich das Set eigentlich ziemlich cool. Also man hat zwar keine Stahlattacke, aber Mogelhieb Wangenrubbler ist schon ziemlich krass. Die rechte Hand zur Unterstützung, auch, wir haben ja gesehen, was Pelipper kann, mit einem Rückenwind und einem Orkan und dazu rechte Hand. Boah, da macht man schon ordentlich Schaden mit. Ja, eigentlich so gut wie jedes Pokémon, ne? Rechte Hand. Wenn so ein Tentakel rechte Hand hat und dann Abschlag verteilt, so. Oh, ich will dann nicht der Geschlagene sein. Nein. Ob das Trakapult das überleben würde in der Dynamax-Form? Nein. So ein rechte Hand-Abschlag? Also, rechte Hand verdoppelt doch die Angriffe, ne? Also, ich dachte anderthalb. Anderthalb? Okay. Ich kalke mal. So. Das wäre jetzt interessant zu wissen. Dragapult gegen Tentakel, das heißt Ferro. So, einfach mal mit Max Offens. Ich guck derzeit nach rechter Hand. Ja. So, plus 1. Ja, wird um 50% erhöht die Stärke. Knock-off. Knock-off ist auch ohne Dynamax nur 100% bis 119 waren das. Ja, bis 119. Mhm. Und in der Dynamax-Form ist es ein Two-Hit. Mhm. Okay, eigentlich nicht. Aber warte mal, ich muss doch das Wesen ändern. Machen wir mal Adamant. Nee, das macht in der Dynamax nur bis zu 65%. Das ist zu wenig, leider. Ja. Schade. Schade, schade. Obwohl, warte mal, ich habe das Wahlband noch nicht drauf. Ja, Wahlband kommt... Ja, das, also es hätte vielleicht so ganz knapp... Könnte es vielleicht lang. Schau das Band. Nee, bis 98,4%. Ja. Ja, aber wenn schon Chip Damage gekriegt hat, dann. Ja, ja. Aber ja, das ist trotzdem. Und dann kommt Dünabrand. Ja, das wäre der schlimmste Move, der kommen kann. Genau. Also besonders, wenn du jetzt, ich denke mal, du hast vielleicht auch deine Probleme gegen Sonnenteam. Also gegen. Da muss man allerdings einfach schauen, so wie spiele ich das. Ja, da muss man das geschickt anstellen, aber wenn man jetzt zum Beispiel Tentakel drin hätte, das würde dann gar nicht klappen. Nee, gegen und Feuer wird das wahrscheinlich nicht mitkommen. Und auch Glurak und Bisasflor können gegen einiges aus dem Team hier reinhauen. Ja. Zumal Glurak ja noch theoretisch den Donnerschlag hat, ne? Mhm. Oh ja, das ist nicht so leicht, nein. Gegen das wäre natürlich extrem. Man muss es einfach richtig spielen und dann hat man auch gegen Sonne eine Chance und auch gegen Sand, weil Sand ist jetzt nicht so krass. Ich denke mal, gegen Sand hätte man hier die Oberhand. Ja, alleine schon wegen der Typen, ja, das stimmt. Ja. Und wenn du es richtig anstellst, dann kriegst du definitiv den Regen raus. Mhm. Genau. Ja. Ja. Nee. Gut. Würde man mal sagen, ist dieser Battle auch für heute gelaufen, oder? Was sagst du? Ich sag auch, es ist schon spät, ich muss ins Bett. Ja, das ist eine lange Nacht. Aber wir haben gebisa-battelt. Ja. Sind siegreich hervorgegangen, zweimal. Boah, zweimal. Das hatten wir noch nie. Wunderbares Team. Mona hat volle Arbeit geleistet. Super. Ist offensiv richtig stark. Kann man nicht sagen. Ein starkes Ringtanzteam. Und da würde ich sagen, viel Spaß beim Nachbauen. Ich muss mir das jetzt auch mal runterladen noch. Ja. Und da würde ich sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Schaut bei DOS vorbei. Super Pokémon-Videos, Edelsport, kann man nicht sagen. Alles on point. Genau. So, und ja, würden wir uns verabschieden, oder? Genau, dann verabschieden wir uns. Also Leute, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ja, bis dann, Leute. Tschüss.